An dieser Schule gibt es sie noch. Eine neue Generation von Mariachi kleidet sich im traditionellen Charro-Outfit und spielt romantische Boleros. Ein Versuch, Mexikos Symbol am Leben zu erhalten. Das ist das Herz Mexikos. Ohne Mariachi ist das Leben nicht komplett. Karin ist in ihrer Familie Mariachi in dritter Generation. Dass auch ihre Nichte diese Tradition fortsetzen wird, glaubt sie nicht. Sie sagt, dass Teenager lieber Popmusik hören, anstatt umgerechnet 250 Euro für Live-Ständchen einer Mariachi-Gruppe auszugeben. Zu Zeiten meines Großvaters hatten die Kinder einfach weniger zu tun. Und da war Mariachi zu sein ein gutes Hobby. Heute haben die Kinder Playstations oder Nintendos. Sie haben Computer, Kabelfernsehen und ihre Handys. Sie haben alles. Juan Carlos hat seiner Freundin vor 2 Jahren zu ihrem 15. Geburtstag ein Ständchen singen lassen. Heute würde er es nicht wieder tun. Mariachi sind irgendwie altmodisch, etwas aus der Vergangenheit. Auf der Avenida Cuauhtémoc, einer belebten Straße in Monterrey, versuchen Mariachi frisch Verliebten ihre Dienste anzubieten, zumeist vergeblich. Das Geschäft ist seit Januar um 40-45% eingebrochen. Das ist viel. Die Wirtschaftskrise hat die teuren Ständchen unerschwinglich werden lassen. Und der Drogenkrieg macht die traditionellen Balladen am Straßenrand sogar gefährlich. Ich denke, dass die Leute sich Sorgen machen. Sie haben Angst, an bestimmten Straßen anzuhalten. Vor allem hier ist es sehr gefährlich. Doch den Problemen zum Trotz, die Mariachi sind zuversichtlich, dass ihr Beruf überleben wird. Denn wer sonst könnte durch Mexikos Straßen schlendern und die Sehnsucht des Landes nach Romantik stillen?